Hallo und herzlich willkommen bei tariftipp.de. Wir wollen uns heute einen Kopfhörer ansehen, und zwar den Samsung Level Over, ein mobiler Kopfhörer, der, wie man hier auf der Verpackung schon sehen kann, mit der Bluetooth-Technologie aptX ausgestattet ist. Was das genau ist, erkläre ich gleich noch später. So, dann wollen wir mal schauen, was hier noch so draufsteht auf dem Karton. Eigentlich relativ wenig. Hier sieht man noch das Fernbedienteil des mitgelieferten Kabels. Ansonsten ist es eigentlich eher schlicht. Hier macht man das Gerät, den Karton auf. Und wie man sieht, da hat sich Samsung doch ein bisschen was von Apple abgeschaut. Sehr edel. Wir haben hier eine Tasche. Dann weiter unten findet man eigentlich nur noch diese Bedienungsanleitung hier. Um ganz ehrlich zu sein, habe ich die gar nicht gebraucht. Der Kopfhörer lässt sich eigentlich intuitiv bedienen, aber ist ja nicht schlecht, wenn nochmal so ein, zwei Seiten nachlesbar sind. Ja, dann wollen wir uns mal den Kopfhörer ein bisschen genauer ansehen, indem wir hier diese Tasche öffnen. Hat auch so eine kleine Trageschlaufe noch dabei. So sieht er aus. Ich nehme ihn mal raus. Das gute Stück. Wir haben hier die weiße Version. Es gibt den Kopfhörer in weiß und in schwarz. Bei der schwarzen Version sind nicht nur die Seitenteile schwarz gehalten, sondern auch die Ohrmuschel und der Bügel. Hier bei der weißen Version, wie man sieht, ganz schön finde ich eigentlich eine Mischung aus weiß und dieser ockerfarbenen Geschichte. So, was ist noch dabei? Wir sehen hier noch eine kleine Tasche, diese hier. Diese Tasche beherbergt eigentlich nur zwei Kabel und einen Adapter. Da ist nämlich zum einen hier diese Fernbedienung. Das heißt, man kann den Kopfhörer nicht nur wireless benutzen, sondern eben auch mit dieser Fernbedienung hier. Hier sieht man die Steuerelemente, das ist lauter, leiser. Mit dieser Taste in der Mitte kann man auch S-Voice aktivieren bei einem Samsung-Handy bzw. zum nächsten Stück skippen. Das Ganze hat wie üblich 3,5 mm Klinkenanschlüsse. Die werden dann hier in den Kopfhörer reingesteckt. Das zweite mitgelieferte Kabel ist nichts anderes als ein USB-Ladekabel. Dieses Kabel findet hier seinen Platz, wird hier reingesteckt und dann eben mit der USB-Buchse an den Stromadapter. Stromadapter selbst wird hier nicht mitgeliefert. Bisschen komisch eigentlich bei so einem High-End-Kopfhörer. Auf der anderen Seite finde ich das auch ganz okay, weil wir ja alle wahrscheinlich solche Stromadapter von unseren Handys sowieso schon mehrfach zu Hause haben, und so wird vielleicht ein bisschen an die Umwelt gedacht. Zu guter Letzt noch dieser kleine Adapter hier mit Mini-Klinkeneingang und Doppelklinkenausgang für Flugzeuge und Anschlüsse in der Bahn. So, ja, was hat der Kopfhörer an Bedienelementen? Normalerweise haben Kopfhörer ja so gut wie gar keine Bedienelemente. Das ist hier ein bisschen anders. Wir sehen hier zum einen den An- und Ausschalter. So wird das Gerät angeschaltet. Es gibt dann auch einen kleinen netten Klang. Den werde ich gleich nochmal vorführen. Das ist eigentlich ganz niedlich gemacht. Hier unten unter dem Ein- und Ausschalter ist der Schalter für die Rauschunterdrückung, ANC, Active Noise Cancelling. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, sieht man auch, ändert sich einmal hier die Farbe des LED-Buttons. Dann ist die Rauschunterdrückung an bzw. ausgeschaltet. Das Ganze funktioniert auch sehr, sehr gut. Also die Rauschunterdrückung ist meiner Meinung nach auf dem ähnlichen Niveau wie die Rauschunterdrückung des Bose QC15. Heißt, dass vor allem niedrigfrequente Signale halt sehr, sehr wirkungsvoll unterdrückt werden. Ich habe den Kopfhörer zum Beispiel heute Morgen in der Bahn gehört, und es ist wirklich ein Genuss. Also das Rattern der Achsen und so weiter hört man alles nicht mehr. Es kommen nur noch die hochfrequenten Signale durch. So, was haben wir noch? Dann haben wir den Bügel. Klar, der lässt sich hier natürlich verstellen. Wie man sieht, das ist alles sehr, sehr edel hier mit so einem Metallsystem. Finde ich sehr schick. Dann hat der Kopfhörer mehrere Mikrofone gleich. Man sieht hier eins und auf der Rückseite sieht man drei. Diese beiden hier
diese Mikros sind für das für die aktive Rauschunterdrückung gedacht. Und dieses Mikro hier unten und dieses Mikro hier an der Seite sind ja, für die Sprachsteuerung bzw. für die Telefonie gedacht. Man kann nämlich den Kopfhörer auch, wenn man diesen an ein Handy koppelt, nutzen, um zu telefonieren. Dann haben wir noch ein Element, das kann man irgendwie gar nicht so richtig erkennen. Das ist nämlich einfach nur an beiden Seiten gleich, hier an der Seitenmuschel. Das hier ist ein aktives Touchpad. Das heißt, man kann so zum Beispiel die Lautstärke im aktiven Betrieb erhöhen. So logischerweise wird die Lautstärke verringert. Dieser Wisch hier von links nach rechts skippt zum nächsten Stück. Genauso kann man natürlich auch zurückskippen zum Stück davor. Und wenn man doppelt tippt, ist das vergleichbar mit einer Pause. Beziehungsweise wenn man einen Anruf bekommt, kann man dadurch den Anruf annehmen und auch wieder stoppen. Wenn man 3 Sekunden lang auf das Touchpad drückt, wird die Sprachsteuerung, sofern das Handy eins hat, aktiviert. Ja, hier auf dieser Seite ist der NFC-Chip untergebracht. Das heißt, man kann mit diesem Kopfhörer die Kopplung via NFC aufnehmen. Ich hole jetzt mal das Handy hier hinzu. Das ist ein Galaxy Note 3, wie man unschwer erkennen kann. Und wenn ich das jetzt hier drauflege, hört man gleich ein kleines Piepgeräusch und schon sind die beiden Geräte gekoppelt. Jetzt aktiviere ich nochmal Bluetooth. Dazu muss das Gerät natürlich eingeschaltet sein. Und dann sieht man, ich hoffe, das kann man lesen, hier Samsung Level Over gekoppelt. Damit verbinde ich die beiden. So, das war's schon. Jetzt kann ich quasi den Hörer nutzen, um Musik zu hören. Ich kann ja mal hier eben schnell eine irgendetwas starten. Ich habe hier heute Morgen Pink Floyd gehört, da Dark Side of the Moon. So, wenn ich jetzt hier drauf tippe, dann geht's los. Kann man natürlich jetzt nicht hören, macht aber auch nichts. Jetzt will ich mal zeigen. Wir hören gerade das zweite Stück, jetzt move ich hier ein Stück weiter und dann sieht man hier unten nächstes Stück, Stück zurück, Lautstärke runter, Lautstärke rauf, das kann man leider nicht sehen. Das funktioniert alles sehr, sehr gut. Jetzt werden wir mal die Sprachsteuerung ausprobieren. Dazu tippe ich hier mal 3 Sekunden drauf. Wie wird das Wetter morgen? Zack. Auch das funktioniert. Könnt ihr euch vorstellen, dass jetzt logischerweise das, was S-Voice mir hier mitteilt, nicht über den internen Lautsprecher des Handys wiedergegeben wird, sondern eben über den Kopfhörer. Nochmal 3 Sekunden draufdrücken. Und der nächste Befehl ist absetzbar und so weiter. Das halte ich jetzt mal hier an. Das ist ja nicht weiter relevant. Ja, insgesamt muss ich sagen, bin ich recht begeistert von dem Gerät, von dem Kopfhörer. Ich habe natürlich auch diverse Hörvergleiche angestellt mit anderen Kopfhörern in etwa der gleichen Preisklasse. Zum Beispiel den Bose habe ich dagegen gehört und auch den Sony MDR-1 RNC. Ich habe auch Klassiker mir mal zur Brust genommen wie ein AKG K271 Studio oder auch den Cosporter Pro, auch einen anderen mobilen Kopfhörer. Und mein Fazit lautet ganz eindeutig, muss ich wirklich so klar sagen, dass dieser Kopfhörer hier mir am besten gefallen hat von allen, vor allem halt vom Klang. Und zusätzlich zu den Features, die dieser Kopfhörer bietet, wie das Touchpad, wie die kabellose Übertragung via Bluetooth, ist das wirklich ein super Gerät. Noch ein letzter Satz zu Bluetooth. Ich habe ja vorhin hier auf der Verpackung euch erzählt, dass der Kopfhörer aptX kann. Das ist ein neuer, naja, so neu ist er gar nicht, aber ein relativ neuer Bluetooth-Standard, der lossless, also verlustfrei, die Daten zwischen dem Handy und dem
Kopfhörer übermittelt. Das heißt, im Gegensatz zu alten Bluetooth-Protokollen werden die Daten, also werden die Musikstücke vor allem, die da übertragen werden, nicht weiter gepackt, sondern eben lossless übertrieben, was nichts anderes heißt, als dass man tatsächlich mit diesem Kopfhörer kabellos in etwa CD-Qualität erreicht. Natürlich nur dann, wenn man auf seinem Handy auch Waves unkomprimiert hat. Aber wie gesagt, ich habe früher häufig andere Bluetooth-Kopfhörer ausprobiert, die noch mit A2DP auskommen mussten, also einem älteren Bluetooth-Protokoll. Und da muss ich sagen, fand ich die Übertragungsqualität doch relativ mies. Da waren die Unterschiede zwischen Funkübertragung beim Musikhören und der Kabelübertragung relativ stark, um nicht zu sagen sehr, sehr stark. Da fand ich den Funkbetrieb einfach schlichtweg nicht benutzbar. Hier ist es anders. Hier ist es tatsächlich so, dass ich kaum Unterschiede feststellen konnte. Merkwürdigerweise klang sogar für mich die Übertragung über Funk teilweise so ein bisschen harmonischer. Warum auch immer, kann ich jetzt nicht sagen. Aber Quintessenz ist eben, dieser Kopfhörer ist aus meiner Sicht der erste wirklich gute Kopfhörer, den man tatsächlich ohne Kabel benutzen kann. Kostet derzeit etwa 230 Euro bei Amazon und ist ein echter Tipp. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und so ein paar Fragen beantwortet. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch einen ausführlichen Testbericht lesen auf tariftipp.de. Da gehe ich dann noch ein bisschen mehr ins Detail, gerade was die technischen Dinge angeht. Und ja, dicke Kaufempfehlung. Viel Spaß damit.